Macht ihr euch auch ab und zu mal so einen schönen Spaß im Alltag? Ich liebe es, zum Bäcker zu gehen und wenn die Schlange schön lang ist, reinzukommen und mit der guten Laune, die ich morgens so richtig habe, richtig fröhlich dann sagen, guten Morgen alle zusammen und dann zu beobachten. Macht das mal. Ich habe es lange Zeit erlebt, dort wo ich gewohnt habe, ich sage mal bewusst keinen Ort und wann das war, dass die Leute dann alle eher gemacht haben, der hat doch nicht mich gemeint. Der hat doch nicht mich gemeint. Bis auch vielleicht die Verkäuferin, die mich schon kannten, die das genau wussten, die dann auch guten Morgen gesagt haben. Oder auch ein, zwei aus der Reihe, die dann auch mal Hallo gesagt haben oder so. Aber ansonsten immer, der hat doch nicht mich gemeint. Und dann kommst du ganz woanders, machst das Gleiche und alle gucken dich an und sagen auch guten Morgen. Das ist köstlich zu beobachten. Und ich mag diesen Spaß. Oder wenn Menschen mir in der Fußgängerzone entgegenkommen oder auch gestern, wo wir einkaufen waren, einfach die Menschen anzulächeln oder mal anzustrahlen. Und es ist eine Freude jedes Mal, wenn sie es empfangen und es dir zurückschenken. Das wird immer mehr in letzter Zeit. Ich habe es lange erlebt, wo gar nichts kam. Mundwinkel bis auf den Boden, haben schon Furchen gezogen, weißt du. Verfolgung wäre ganz einfach gewesen. Ja, aber ich finde, dass so viel Freude da drin steckt, dass ich dies gerne weitergebe. Und vor allem, wenn die Menschen dann mit so einem traurigen Gesicht durch die Gegend laufen, dann sind sie auch in dieser Energie. Und wenn wir sie dann mal anlächeln oder mal aus ihrem Dahindenken herausholen und einfach mal sagen, hey, und was? Ja. Und sie strahlen, so wie, ich glaube, vorgestern auf unserem Seminar war ich, und da saß dann ein Mädels vorne, sah sehr traurig aus und dann habe ich einfach nochmal zurückgeguckt um die Ecke, das muss lustig aussehen, dann habe sie angestrahlt und sie konnte nicht anders als auch zu strahlen. Als Ansteckendes. Genau. Mhm. Und damit war vielleicht ihr ganzer Tag gerettet, ich weiß es nicht, ich habe es einfach gemacht, ich hatte den Impuls, es zu machen. Sicher. So, habt ihr auch Bock dazu, sowas zu machen? Oder macht ihr das vielleicht sogar schon? Ich. Und wenn nicht, dann tut es einfach mal. Na klar, es ist am Anfang ein bisschen ungewöhnlich, die Leute anzustrahlen, aber es ist toll, was man zurückgeschenkt bekommt. Und das ist doch der Sinn des Lebens, dass wir Freude haben, dass wir Liebe nach außen strahlen, dass wir glücklich sind. Der liebe Gott hat dir das Gesicht geschenkt, lächeln darfst du selbst. Genial. Ja, genau. Und genau das, was du sagst, empfinde ich auch so. Der liebe Gott möchte, dass wir glücklich sind. Ja. Der möchte keine trüben Nasen haben. Es gibt immer Situationen im Leben, gar keine Frage, die vielleicht traurig, schwer, leidvoll sind. Aber das Ziel, ohne das Wort Ziel jetzt als etwas, was man erreichen muss, sondern vielleicht als Aufgabe gesehen, darf sein, in die Freude zu kommen. Und in der Freude als einen Zustand, als einen in sich arbeitenden, freudigen Zustand. Ich mache das genauso wie du. Ich bin auch immer, ich denke immer, auch die denken bestimmt, ich wäre verrückt, aber das ist mir egal, lieber verrückt und glücklich. Genau. Wie ernst und das Gegenteil. Unhappy. Genau, ja gut, ja. Ich hatte lange Zeit, wo ich kein Auto fahren konnte. Dann bin ich mit Zügen gefahren und Bahnhöfe sind Szenarien, die sind mega. Da kann man sich so richtig austoben, ja, mit Fröhlichkeit und Heiterkeit und dass man nur angeguckt wird. Die einen lächeln zurück und denken sich, die ist wirklich verrückt. Und die anderen lächeln zurück und ich weiß genau, da passiert was. Mhm. Durch ein Lächeln, das verbindet so sehr, das ist die Sprache der Welt, das ist unsere Sprache, das ist die göttliche Sprache, weil das versteht jeder. Wenn ich ein Wort sage, was es nicht in allen Sprachen gibt, wird man mich vielleicht nicht verstehen. Wenn ich dabei lächle, dann wird auf jeden Fall ein Lächeln zurückkommen. Ja. Das habe ich durch meine ganzen Auslandsreisen, wo ich viele Sprachen nicht konnte, Thailändisch oder. Aber das Lächeln, das kriegst du wieder. Und da ist doch schon Kommunikation. Kommunikation ist nicht nur etwas zu sagen, dass du einen Sender, einen Empfänger hast in der Wortform. Kommunikation ist schon ein Lächeln. Da findet schon so viel Energiefluss statt, dass du eigentlich schon alles gesagt hast. Ja. Und die Kinder, die haben die Fröhlichkeit an sich, die haben noch diese Freude an sich. Und wir Menschen, wir erwachsene Menschen haben irgendwann angefangen, schwer zu werden, sich zu sorgen, weil das ja so einfach ist. Sorgen sind ja ganz schnell irgendwie gefühlt. Dort mal wieder in die Freude zu gehen, mehr zu lachen. Wie so ein Kind aus der Fröhlichkeit raus. Ich gehe auch an ein Spaßbad, wenn es sein muss. Und dann rutsche ich auch mal die Rutsche runter. Bin wahrscheinlich die Größte und die Älteste, ist doch egal. Nein, stimmt. Ich habe Spaß. Weil ich bin größer und älter. Du machst das auch. Natürlich. Es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit. Ja, definitiv. Jederzeit, ja.
Vielleicht hilft es den Menschen, wenn sie mal wissen, wie sowas funktioniert überhaupt, das Gegenteil. Das ist so, wenn irgendetwas ist, wo du in der Schwingung runtergehst, wo du schlechte Laune kriegst oder wo du mies bist oder irgendwas, das ist ja am Anfang erstmal nur ein kleiner Impuls. So, dann gehst du in dieser Schwingung runter. Jetzt gibt es aber ganz viele dunkle oder niedrig schwingende Energien, die das sehen oder fühlen und sofort sich angezogen fühlen und zack sind sie da und zack sind sie hier und zack sind sie da. Das weißt du jetzt erstmal. Aber dadurch, dass sie da sind, geht deine Schwingung wieder weiter runter. Du kennst das, diese Spirale, ne? Oh ja. Dadurch sehen das wieder andere und zack, zack, zack kommen die und das ist wie so ein, ich nenne es nicht gerne, aber das Wort, es ist ein Teufelskreis. Es kommen immer mehr, es wird dich immer weiter runterziehen und das ist Mist. Und ich möchte da mal dieses Bild nehmen, was wir damals in der DLRG gelernt haben. Wenn du in einen Strudel kommst, musst du einen Augenblick mitstrudeln. Und dann, wenn es eng wird, musst du quer und rausschwimmen. So, und das kann man bei dieser Geschichte jetzt hier mit diesem, wenn du dich runtergezogen fühlst, auch machen. Du merkst, du wirst runtergezogen und irgendwann macht es bei dir Klick und sagst, da habe ich ja keinen Bock drauf. Wieso bin ich so schlecht drauf? Wieso fühle ich mich so mies? Bewusst und werden. Suchst dir, indem du dir darüber bewusst wirst, genau, einen positiven Ankerpunkt. Ich habe ein anderes Video gemacht, das nennt sich Push-Ups für den Aufstieg. Werdet ihr auch noch sehen. Genau. Hat Ariane auch gemacht. Genau. Und das sind diese kleinen Momente, das sind diese auch große Momente, wo wir mal richtig gut drauf waren, wo wir ganz tolle Gefühle hatten, wo wir uns richtig gut gefühlt haben. Und da gehen wir einfach wieder rein. Das ist jetzt eine Möglichkeit des Push-Ups. Es gibt ganz, ganz, ganz viele, die man sich auch selber kreieren kann, die man sich selber überlegen kann, die man selber fühlen kann. Und dann macht man diesen Querschwimmen aus dem Strudel, indem man sich an diesem Gedanken oder besser noch an diesem Gefühl wieder festhält. Ich hatte das Beispiel gebracht, als ich das erste Mal auf dem E-Bike gesessen habe, was das für ein geniales Gefühl war, als ich genau da die Hilfe bekam, als ich sie brauchte. Was im übertragenen Sinn übrigens auch genial ist. Ich kriege die Hilfe in dem Moment, wo ich sie brauche. Ja. Und das ist einfach der Hammer. Und dieses Gefühl habe ich so in mir abgespeichert, dass ich mich jetzt riesig auf mein E-Bike freue, um es dann auch zu fahren. Aber ich kann immer wieder daran denken, wenn ich gerade mal mies drauf bin und denke, oh ja, das war schön. Oh, herrlich. Genau. Und das ist dieses Querschwimmen einfach. Und das können wir alle. Wir können es. Wir müssen den da oben nur einfach mal nutzen, wozu er da ist. Nämlich das Herz zu unterstützen. Was ist denn zum Beispiel das Leben? Oder viele fragen mich, was verstehst du unter Spiritualität? Weil wir sind alle spirituell. Das ist eigentlich Quatsch, dass es überhaupt extra bezeichnet wird. Das ist Leben aus dem Herzen mit eingeschaltetem Verstand. Weil die beiden arbeiten zusammen und zwar genial. Das Ego schützt uns, das ist gut, das muss nicht weg, das darf nicht weg. Im Gegenteil, dann ist es vorbei, dann ist Schluss mit lustig. Wir brauchen das alles und das alles im Einklang leben. Und dann kommt man meistens erst gar nicht in die Schwingung. Und wenn, dann habe ich euch jetzt den Trick gesagt, nehmt euch einen Push-Up und dann geht das. Ja, ja, genau. Ja, den könnt ihr auch nehmen, vielleicht ist das sogar auch und bringt euch dann vielleicht mit eurer Partnerin oder mit eurem Partner, je nachdem, wie ihr es nun in der Konstellation habt, auch wieder aus der negativen Schwingung raus, nämlich in die Liebesschwingung. Und die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das ist ganz wichtig, genau. Was du da gerade sagst. Und wenn ich mich mit positiven, weil denken tue ich sowieso, sind wir uns einig. Den ganzen Tag, 63.000 Gedanken pro Tag. Genau. Boah. Dann mache ich doch gleich positive draus. Ja. Ist der gleiche Aufwand, bringt nur viel mehr im positiven Sinne. Und kreiere mir die Welt, wie sie mir gefällt. Deswegen liebe ich so diesen Spruch von Pippi Langstrumpf, weil es ist doch genau so. Ja, ich kann trübselig durchs Leben gehen oder ich kann voller Freude durchs Leben gehen. Und das ist ja meine Entscheidung. Ich habe den freien Willen. Und dann mache ich es doch lieber freundlich, weil wenn ich in der Freude bin, bin ich in meiner Präsenz, komme ich an meine Selbstliebe und dann ist das Umfeld komischerweise auch voller Liebe. Ich kenne das noch früher, eine Situation, wenn ich zum Bäcker gegangen bin, am Bahnhof meinetwegen. Du auch beim Bäcker. Aber es passte gerade, du hast mich draufgebracht. Und dann war das oft so, dann habe ich es auch noch eilig. Ne? Das sind so ganz viele Schwingungen. Hab einen Kundenauftrag, hab's eilig und will ganz schnell, weil du Hunger hast, so ganz schnell und bist die Letzte in der Reihe. Und nach dir kommen noch Leute. Dann bist du eigentlich nicht mehr die Letzte, aber die hinter dir werden bedient und man übersieht dich. Und du stehst da wie Pünktchen doof und sagst, hallo, ich möchte doch auch was. Aber du hast da eine Schwingung reingebracht, die keiner will. Ja. Weil du es eilig hattest und weil du, ne?
Mittlerweile ist ja sowieso immer alles richtig. Selbst wenn ich diesen Zug jetzt nicht kriegen sollte, hat das seinen Sinn. Mhm. Das heißt, ich gehe im Bahnhof, stelle mich hinten an, da werde ich oft zuerst bedient, obwohl ich ja eigentlich hinten stehe, was ja vielleicht nicht ganz gerecht ist. Mhm. Aber ich bringe eine ganz andere Schwingung da rein. So merke ich, dass das Umfeld sich verändert. So erreicht man das, was man erreichen möchte, sowieso viel leichter. Ja. Nicht mit diesem Druck, das Gehetze, der Sorge, hoffentlich verpasse ich den Zug, sondern einfach so, es ist alles richtig und dann läuft's. Genau. Und Spaß haben ist wichtig, wenn ich das noch sagen darf. Freude, Spaß, einfach wirklich mal das Kind machen oder einfach leben, wie das, was wir früher in der Kindheit gemacht haben. Und wenn es Malen war und wenn es Singen war, natürlich können wir nicht singen, dann trallern wir halt, aber es ist lustig, weil du kannst nicht unglücklich sein und singen. Hm. Das geht einfach nicht. Einfach mal lossingen, im geschlossenen Raum meinetwegen, aber diese Energie einfach mal aus sich rauslassen. Wenn ich auf den Spielplatz gehe, entweder mit den Kindern oder auch manchmal alleine, da sind immer Schaukeln. Und ich schaukel für mein Leben gerne. Ich auch. Ach nee, ne? Doch. Ist ja genial. Immer. Aber ich möchte euch jetzt trotzdem noch einen Trick verraten. Noch einen Push-Up übrigens. Und zwar für mich gesehen eigentlich den genialsten Push-Up, den es gibt. Ja, genau. Jetzt fühlt mal einfach so, wie ihr seid. So. Seid mal gerade so. Vielleicht auch ein bisschen negativ, vielleicht ein bisschen positiv, vielleicht mittel, vielleicht neutral. Ist vollkommen egal. Und ihr wollt ja eigentlich ein bisschen mehr Geld haben. Nehmen wir nur das Beispiel Geld. Wir können auch ein anderes Beispiel nehmen. Ihr könnt alles nehmen. Alles, was ihr euch wünscht. So, fühlst du? Ist alles neutral? Okay. Was wäre, wenn ich ganz viel Geld hätte? Fühl mal. Stell dir mal vor, was wäre denn, wenn ich jetzt ganz viel Geld hätte? Oder was wäre denn, wenn ich in Urlaub bin? Was wäre, wenn ich meine Traumfigur habe? Oder was wäre, wenn, egal was, such dir was aus, such dir was Schönes aus. Merkst du was? Merkst du allein, wenn ich sage, was wäre, wenn ich reich bin? Wie sich das hier schon ganz anders anfühlt? Die Grenzen öffnen sich. Genau. Mhm. Mit diesem Trick, was wäre, wenn, und du stellst dir was wirklich Schönes vor, kommst du sofort in diese Schwingung rein. Und du holst dich aus dieser Negativspirale so durch raus. Und das in das Gefühl, dann das Gefühl gehen, es wäre die Vollendung. Es wäre schon das kommt vollkommen, auch wirklich sagen, es ist jetzt da, sich bewusst. Vorsichtig. Weil der Trick ist ja, ich weiß, was du meinst, wenn ich sage, so wie es in bestimmten Filmen gelehrt wird, ne, ich bin reich, was passiert? Das ganze System sagt, du hast da wohl einen an der Schüssel und ich werde dir zeigen, dass du nicht reich bist und schick dir noch eine Rechnung. Ist so. Ja, aber wenn wir dieses Spiel machen, was wäre, wenn, sagt ja der ganze Körper, oh ja, spielen können wir, das ist ja eine gute Idee, das machen wir. Und was wäre denn, wenn ich jetzt dir 30.000 Euro hier hinlege? Aber das auch fühlen. Dass ich wirklich fühle. Also bei mir kommt es von alleine dann in dem Moment, das Fühlen. Es gibt Menschen, die brauchen ein bisschen Übung. Also los geht's. Ja, unbedingt, weil das Unterbewusstsein kann über die Gefühle sich ausdrücken. Ja. Und wenn ich in dem Gefühl der Erfüllung bin, in dieser optimalen Gesundheit, im Gefühl der optimalen Körperfigur, in dem Gefühl des Reichtums, dann sagt das Unterbewusstsein, das ist die Realität. Ja, das können wir hin, das kriegen wir hin. Genau. Das können wir erschaffen. Das können wir erschaffen, weil es gefühlt wird. Der da oben, das sollte eigentlich nur der Diener sein, weil alles passiert hier. Hat leider irgendwann, haben sich die Rollen vertauscht, weil der da oben einfach, der Kontrolletti einfach zum Meister geworden ist. Und das wieder einfach transformieren, dass man sagt, okay, da passiert alles und dann kommt es in mein Leben. Und damit haben wir die optimale Verbindung zwischen dem Geist oder dem Denken, dem Verstand und dem Herzen. Ja. Weil der Verstand muss ja sagen, was wäre wenn? Und er produziert die Bilder. So, und wenn ich das mache, kommt dann das Gefühl von alleine dazu, weil diese Bilder sehen gut aus, fühlen sich gut an. Und wir brauchen es noch. Wir sind ja noch, ich sag jetzt mal, hier irdisch, wandelnd und da gehört das einfach auch dazu. Ja, deswegen sind wir hier, weil wir genau das lernen und erfahren wollen. So ist es. Ja. Genau. Also, coole Challenge. Nehmt euch einen Push-Up und dann seid ihr wieder gut drauf. Nutzt die Push-Ups. Ja, ganz genau. Sehr schön. Und so haben wir dann wieder viel mehr Freude im Leben. Und wenn wir mehr Freude haben, kommt automatisch auch die Liebe dazu. Und dann kommt natürlich damit parallel ganz klar, dass wir viel mehr lachen. Aber Vorsicht. Und Lachen
ist die beste Medizin. Das stimmt. Vorsicht, warum? Da kann das Leben sich grundlegend verändern. Ja, genau, aufpassen. Danke. Also ihr werdet ein glückliches Leben haben. Genau. Wollt ihr das? Na klar. Kann sein, dass man... Und was passiert noch? ...gekündigt wird, weil der Job vielleicht gar nicht so viel Freude gemacht hat. Die Chancen erkennen, die sich dann zeigen. Nicht als etwas sehen, was passiert, sondern dass etwas geschieht, weil es so gefügt ist. Weil man in die Freude kommt, kann es passieren, dass sich das Leben verändert, dass man die Freude auf allen Ebenen, beruflich, partnerschaftlich, finanziell, gesundheitlich lebt. Also jede Veränderung, die da kommt, annehmen, weil sie zum Prozess dazugehört, in die absolute Freude zu kommen, auf allen Ebenen. Und was geschieht parallel dazu noch? Wir kommen wieder, ja. Ja. Und was noch? Ganz einfach. Wir kommen wieder in unsere Selbstverantwortung. Wir übernehmen wieder selbst die Verantwortung für unser Leben, für unser Denken, für unser Reden, für unser Handeln. Und wie fühlt sich das denn an? Ich bin für mich verantwortlich und somit bin ich auch für alles verantwortlich, was auf mich zukommt. Gepusht. Weil ich mich damit quasi auch selber pushe, man doch auch zusätzlich. Ne? Denn wenn man immer sagt, der Staat ist schuld, die Regierung ist schuld, die Versicherung ist schuld, die Nachbarn sind schuld, der Chef ist schuld, der hast du nicht gesehen und was auch alles ist schuld. Vergiss es, ich bin für mich verantwortlich. Und wenn ich diese Verantwortung einmal begriffen habe und fühle sie, dann ist das Leben, genau wie du sagst, auf einmal wow. Mhm. Weil ich das weiß. Es kann am Anfang eine Herausforderung sein, weil ich mir das Leben, was um mich rum ist, so wie mein Leben jetzt gerade ist, habe ich mir selbst kreiert. Da bin ich ja auch für verantwortlich, auch wenn ich es abgegeben hatte. Trotzdem bin ich dafür verantwortlich. Aber genau jetzt ist der Moment, der erste Moment von deinem neuen Leben. Pack es an, übernimm deine Verantwortung für dich selbst und sag, hey, das, was bis jetzt war, will ich ja gar nicht. Jetzt geht's los. Mhm. Ich ändere was. Und wenn ich erstmal nur mein Denken ändere, mein Fühlen ändere, wie du sagst, in die Selbstliebe gehe, der Rest kommt dann schon fast ganz von alleine. Mhm. Das, was ich machen muss, weil ich kann nicht nur auf der Couch sitzen, außer wir machen so ein schönes Interview wie jetzt, ne? Auf die Impulse achten, weil es kommen die Impulse, zum Beispiel zu kündigen, wenn man dann doch nicht gekündigt wird, um diesen Schubs zu kriegen im Leben und den Weg zu gehen, egal welcher das ist, ob es nur ein anderer Job ist, ob es das oder jenes ist, das ist egal, aber aus dem Herzen zu handeln, aus dem Gefühl zu handeln und dann endlich seinen eigenen Weg zu gehen. Und man kriegt auch Unterstützung von der geistigen Welt, indem man Botschaften einfach auch mal hört oder sieht. Ich weiß das aus der eigenen Erfahrung, wo ich auch mit mir selbst irgendwie nicht im Einklang war, wie ich mich entscheiden soll. Kommt schon mal vor, ja. Und dann habe ich das einfach nach oben gegeben und gesagt, ihr müsst mir da helfen. Ne? Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt entscheiden soll. Bin am nächsten Tag, musste ich irgendwo hinfahren und fahre an einer Bushaltestelle vorbei. Und da wurde gerade ein Plakat geklebt von einer Firma. Der Slogan war, just do it. Und da war sowas von klar, dass diese Botschaft genau auf mein Thema gerichtet war. Das hätte ein anderes Plakat sein können. Das hätte überhaupt gar nicht erst passieren können, wenn ich dran vorbei war. Aber es war genau für mich gedacht. Und da war die Entscheidung schon getroffen. Ja. Das sind diese drei Buchstaben. T-U-N. Tun. So ist es. Und wenn wir diese Impulse bekommen haben, diese Ideen, diese Geistesblitze, dann aber auch ins Handeln zu kommen. Mal der Anziehungskraft der Couch zu widerstehen und einfach dann das zu machen. Also es macht ja Bärenspaß. Energie ist Bewegung, Energie ist Schwingung und der Stillstand ist eigentlich... Gibt es eigentlich gar nicht. Genau. Es ist auch nicht natürlich. Stillstand ist nicht so natürlich, ist es, sondern die Entwicklung ist natürlich. Mhm. Das Weiter, immer weiterentwickeln ist vollkommen natürlich. Wow. Also, geht's los. Geht's los. Wir sind mittendrin. Ihr seid auch mittendrin, wusstet ihr das? Übernehmt die Verantwortung für euch selbst und packt euer neues Leben an. Auf in die Freude. Genau, macht's gut. Und schreibt uns mal in die Kommentare, was habt ihr gemacht? Was habt ihr gefühlt? Was ist bei euch geschehen in dem Moment oder nach dem Moment, ihr euch entschieden habt, die Verantwortung für euch selbst zu übernehmen und euer Leben in die Hand zu nehmen, selbst in die Hand zu nehmen. Wir sind gespannt und wir freuen uns dann, eure Berichte zu lesen, zu antworten drauf und vielleicht sogar ein neues Video draus zu machen. Natürlich ohne den Namen zu nennen, wenn wir eine Geschichte erzählen sollten, die ihr uns geschrieben habt. Das wäre richtig toll. Danke dafür, ihr Lieben. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.